Backwaren vom Vortag. Für den Handel gelten sie als unverkäuflich. Doch sie sind noch lange nicht verdorben, nur eben nicht mehr backfrisch. Lieber verschenken statt vernichten, sagen sich viele Supermarktbetreiber und Lebensmittelhersteller in Wiesbaden, wie das Backhaus Schröer. Sie spenden ihre überzähligen Lebensmittel der Tafel Wiesbaden, die 2500 sozial benachteiligte Menschen der Stadt kostenlos mit Lebensmitteln versorgt. Wir haben das ja schon einige Jahre gemacht und finden das sehr positiv, dass anderen Leuten mitgeholfen wird, bevor wir die Sache entsorgen. Und das ist ja der bessere Weg. So ist allen geholfen. Mit Kühlwagen und Privat-Pkw fahren über 40 Ehrenamtliche mehrmals in der Woche bei Bäckereien, Supermärkten und Bauernhöfen vorbei, um Nahrungsmittel einzusammeln, die dann zu den Ausgabestellen der Wiesbadener Tafel gebracht werden. Diese Lebensmittel werden sofort verteilt an verschiedene Institutionen und aus diesem Grund geht es jetzt relativ schnell. Es geht in das Frauenhaus, in die Suchthilfe und in die Teestube, wo die Obdachlosen ein Frühstück, ein Mittagessen oder was auch immer bekommen. Eine Wiesbadener Teegutfiliale engagiert sich ebenfalls für die Tafel. Es ist uns ein Anliegen, Menschen, die also keine Möglichkeit haben, ausreichend Vitamine und Lebensmittel zu bekommen, auch da zu unterstützen. Und wir freuen uns, wenn unsere Lebensmittel dafür noch Verwendung finden. Hauptausgabestelle der Wiesbadener Tafel ist die Stephanuskirche am Elsässer Platz. Im Kirchensaal muss es nun schnell gehen. Die Ehrenamtlichen packen die mitgebrachten Waren aus, sortieren und arrangieren alles appetitlich in Regalen und Körben. Wer nicht viel Geld zur Verfügung hat, spart oft an Vitaminen und Mineralstoffen. Hier muss niemand darauf verzichten. Vor der Tür warten schon die Kunden, wie die Abholer respektvoll genannt werden. Die Tafel ist für die Menschen auch Treffpunkt, um Kontakte zu pflegen, ein Schwätzchen zu halten. Der Andrang ist groß. Doch ein ausgeklügeltes Rotationssystem für die Kunden lässt niemanden zu kurz kommen. Wer glaubt, dass sich hier nur Obdachlose zu einer warmen Mahlzeit einfinden, der irrt. Das Klientel zieht sich durch alle Altersstufen, soziale Schichten und Nationalitäten. Hartz-IV-Empfänger bilden eine große Gruppe neben Menschen mit Migrationshintergrund, Rentnern und Alleinerziehenden. Ja, ich habe halt Teenager als Kinder und die werden halt nie satt von dem, also die sind immer hungrig und von dem, was mir zur Verfügung steht, das reicht halt einfach nicht. Deswegen gehe ich hier zur Tafel. Auch im größten Trubel behält sie den Überblick, die erste Frau im Verein, Ruth Friedrich Wurzel. Freundlich, aber bestimmt organisiert sie die Arbeit der freiwilligen Helfer und Helferinnen. Ich mache ja momentan mein freiwilliges soziales Jahr hier und da ich auch später soziale Arbeit studieren möchte, dachte ich einfach, das ist mal was ganz anderes als im Altenheim oder im Behindertenheim. Also es macht einfach Spaß, das, was man von den Leuten zurückkriegt, wenn man dann die strahlenden Gesichter sieht. Jeden Donnerstag kocht die Klosterschenke Eberbach ein Essen für 300 Personen. Es ist kostenlos und wird von den Bedürftigen dankbar angenommen. Für viele ist es die einzige warme Mahlzeit in der Woche. Hilfe ist bei der Wiesbadener Tafel immer willkommen. Jeder, der aktiv mitmachen möchte, kann die Arbeit vor Ort für einen Tag oder auch nur einige Stunden hautnah kennenlernen. Ob als Beifahrer auf einer Abholfahrt oder als Helfer bei der Ausgabe in der Stephanuskirche. Auch die Hilfe Prominenter, wie die des Wiesbadener Sozialdezernenten Arno Gossmann, wird hier gern angenommen. Ich würde vor allen Dingen zu Beginn bei den Transporten gerne mitarbeiten, die Sachen abholen, entsprechend einsortieren und dann nachher auch bei der Ausgabe würde ich gerne mitarbeiten. Die Arbeit der Wiesbadener Tafel hat für mich als Sozialdezernent der Landeshauptstadt Wiesbaden einen enormen Stellenwert. Diese Verbindung und Verknüpfung von ehrenamtlichem Engagement, gleichzeitiger Professionalität in der Tätigkeit ist eine enorme Leistung, die man überhaupt nicht hoch genug veranschlagen kann. Wer keine Zeit hat, selbst mitzuhelfen, der Verein freut sich über jede Art von Spende. Oder werden Sie Fördermitglied bei der Wiesbadener Tafel.
Spendenkonto 72 28 600, Bankleitzahl 510 900 00 bei der Wiesbadener Volksbank.